Moin Moin und willkommen bei Simsantino. Ja, wir sind hier wieder im Let's Play und was ist... Oh, der Hahn ist schon ganz schön alt geworden, stand jetzt, er ist in die Jahre gekommen. Eieiei, wenn ich das schon lese, da kriege ich ja schon ein bisschen Angst. Komm, Yannick, mach mal das Katzenklo sauber. Ja, ich habe mir gedacht, wir spielen heute wieder hier. Die beiden haben nämlich noch 2 Tage, damit wir auf jeden Fall hier sind. Außerdem ist heute Samstag. Samstag heißt, der Markt ist in Fintrick und den wollen wir uns natürlich angucken. Und deswegen, ja, gucken wir mal. Dass wir erstmal hier alles abchecken. Die Katze wird gepflegt, ja. Ah ja, er ist am Müll machen, perfekt. Futter ist auch noch da, dann spiel mal noch kurz mit Tenchi, dann geht's ihr auch wieder gut. Weil ich glaube, sie ist sonst gleich auch wieder fertig, dass wir uns nicht um sie kümmern. Obwohl wir sie ja wirklich sehr gerne haben, ne? Würde ich zumindest mal behaupten. Okay, das reicht. Dann kümmere dich mal um die Hühner, erstmal Eier einsammeln. Eine Henne ist noch am Brüten, ne? Ah ja, okay. Sehr schön. Yannick, komm. So, den Bratfisch können wir auch entsorgen. Das können wir nicht entsorgen. Dann stelle ich das einfach mal noch draußen. Da bin ich dann so frei. Perfekt. Wir haben 9 Eier bekommen. Dann putzt auch mal oder fütter die Hühner mal. Denn so langsam habe ich eine Routine drin, ne? Also ich hatte ja sehr zu kämpfen damit, dass die Tiere alle unglücklich waren. Aber so langsam habe ich echt eine Routine drin. Also da bin ich echt ganz happy mit. Ne, nicht reinschicken. Ach, ich drücke mal auf reinschicken, dabei will ich die putzen. Ja, ne? Also so langsam läuft es echt ganz gut eigentlich. Zum Wachstum ermutigen. Ja, sehr schön, Ember. Sehr schön. Warum auch immer dann Unkraut gezupft wird. Warum auch immer. Aber das machst du gut, Ember. Ja, das macht sie sehr gut. Und Yannick rennt wieder zurück, oder wie? Nee, nicht Müll lernen. Ja, das hasse ich halt, dass sie dann alles möglich machen. Ja, Amber mag bestimmt Gartenarbeit. Sie hat ja auch unser Bestreben hier. Da müssen wir noch... Okay, düngen. Nee, komm, lass dich nicht von den Bienen stechen. Dann ruf mal die Kuh herbei. Okay, dann putz die Kuh mal und melkse sie. Ja, jetzt geht's, ne? Sehr gut. Und melken. Ja, die Kuh ist sauber. Komm. Denn sonst kippen die das um. Ja, tatsächlich. Das ist nicht so schön. Wenn die nicht sauber sind. Das auch bei den Lamas. Die lassen sich dann nicht scheren. Die müssen immer gepflegt sein. Ja. So, füttern tun wir auch nochmal Lehm. Und dann auch den Viehstall säubern. Ja, so langsam haben wir echt eine Routine drin, ne? So langsam läuft es echt ganz gut. Haben wir Dünger? Ein Vieh-Tuning-Teil haben wir. Ja, dann tunen wir mal unser Vieh, würde ich sagen, oder? Ach so, können wir nicht. Okay, schade. Ich kaufe mal kurz Dünger. Ich kaufe einfach mal 3 Vitaldünger. Das heißt, wir düngen hier mal. Feldfrucht düngen. Die düngen wir auch. Und dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Oder? Dann haben wir nämlich einen Bestreben-Meilenstein abgeschlossen. Yay! 3 Geschenke, okay. 5-mal Tierleckerchen. Perfekter Qualität ernten. 5 Objekte in Bramblewood sammeln. Okay, da gehen wir jetzt auch voran mit. Oder da kommen wir auch voran, besser gesagt. Du kannst auch mal den Viehstall säubern. Der braucht nämlich auch mal Pflege. Und Yannick? Ah ja, der ist auch am Putzen. Alle sind sie hier am Putzen. Und dann kannst du auch mal das beige Lama herbeirufen, würde ich sagen. Oder nicht? Doch. Ruf es mal herbei, weil dann können wir es auch mal eben putzen und danach auch melken, wollte ich schon fast sagen. Huch, wo ist es hin? Aha, interessant. Und wenn ich es jetzt wegklicke, ist es dann wieder da? Ja, Tatsache, dann ist es wieder da. Ruf es mal herbei. Da ist es. Und jetzt einmal bitte scheren. Denn Yannick hat jetzt ein bisschen Produkte gesammelt, die er verkaufen kann. Ein paar Produkte gesammelt, besser gesagt.
Da kannst du mal Honig sammeln. Hier bei beiden mal. Oh nein, das Lama wollte nicht. Warum denn nicht? Ah, es ist ausgehungert. Dann fütter es mal. Ah, ja, schön. Geht's jetzt? Nochmal probieren. Share mal das Lama. Yay, jetzt hat's geklappt. Da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist, dass die echt gepflegt werden, ne? Das ist übelst wichtig. Oh nein, die kleinen Stinkekinder sind da. Sprechen. Huch, oh Gott, was ist hier schon wieder los? Ist hier gerade ein Sim rumgeflogen? Ja, ich glaube wohl, ne? Oh, mein, oh Gott, ist das hier schon wieder ein Chaotenhaushalt, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Können das Kleinkind auch schon essen, weil dann hätte ich was, womit ich die eben trösten kann. Nee, natürlich können sie es nicht. Warum sollten sie es auch können, ne? Warum auch? Amber, koch mal was für alle. Koch mal was für alle. Ja, mach mal einen Käse. Mach mal einen Käse. Jetzt wäre der Hochstuhl doch ganz schön praktisch, ne? Jetzt wären sie doch praktisch. Beim letzten Mal habe ich noch so gemeckert über die Hochstühle, aber jetzt wären sie doch praktisch. Dann könnte man das Kleinkind da jetzt schön schnell reinpacken. Oh, wir haben doch hier noch... Verdorben, Mist. Aber das andere, ist das andere auch schon verdorben? Weil wenn nicht, dann habe ich hier noch was. Verdorben, Mist. Mal Honig essen, Honig kann man nicht essen, ne? Aber die kann man essen, hier. Dann muss ich dich wohl erstmal damit zufriedenstellen. Komm. Probier das mal, das ist total lecker. Weintrauben. Und wie lecker Weintrauben sind. Damit können wir sie wenigstens ein bisschen vertrösten. Oh, das Huhn sieht sehr wütend aus. Yannick, hier hast du noch was, was die Kleine essen kann. Hier, guck mal, das ist ganz lecker. Ganz lecker. Den Rest bekommt deine Schwester. Na toll. Ah, jetzt geht's wieder. Ess mal. Ganz, ganz lecker. Leckere Feinheiten sind es sozusagen. Yannick, du musst mal die Kleine wickeln. Also die Windel wechseln. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ah, die isst noch eine Kochbanane. Okay, soll sie doch machen. Achso, ja, hatte ich ihr auch gesagt. Stimmt. Mhm, das habe ich getan, ja. Oh Gott, du bist krank. Dann muss ich ihm noch ein Medizin kaufen. Das kann man hier machen. Das kann man bei Geschenke kaufen. Medizin ist ein Geschenk, tatsächlich. Wo ist es denn? Hier kann man ziemlich viel kaufen. Ja, hier, zack. Nein, nicht in Welt platzieren. Zu dir nehmen. Du musst die Medizin zu dir nehmen. Ja, das Wohnzimmer haben wir auch noch nicht benutzt. Wir müssen auch noch mal Kreuzstich machen. Ist sie jetzt sauber? Oh Gott. Stopp, stopp. Stopp. Du. Stopp. Oha, wo? Oh. Ach, da seid ihr jetzt. Oh Gott, ich habe gerade einen Schrecken bekommen. Plötzlich kam da sonst was raus. Bart. Ja, ja, bitte mal Amber um ein Bart. Du bist sonst ziemlich gepflegt. Ah ja, du gehst dahin. Yannick, du brauchst nichts kochen. Stopp, hör auf, wir kochen nicht. Du brauchst nicht kochen. Wir haben gegessen. Ah nee, wir haben gar nicht gegessen. Hä? Ja doch, da ist doch der Käse. Die Kinder haben ja nur gegessen, stimmt. Dann ess doch den Käse, wenn ich dir den in das Inventar packe. Oder ins Inventar, würdet ihr wahrscheinlich sagen, ne? Ja. Ja, wir brauchen noch neue Botengänge, beziehungsweise wir haben noch genug. Das heißt, wir haben echt noch viel zu tun. Ich glaube, heute machen wir einen Botengang-Tag, wenn wir überhaupt noch Zeit haben dafür, weil wir sind halt echt viel mit den Kiddies beschäftigt. Ich glaube, wir hauen mit Amber gleich mal ab, wenn sie möglichst gut gepflegt ist. Also das heißt, hör auf, das Kind zu baden, das Kind ist sauber. Pieseln gehen. Und dann aufhören. Morgen ist gealtert zum Senior. Oh Gott, die sterben mir weg. Also, ja, mir ist es egal, aber morgen ist halt schon eine Person, die ein bisschen
höhere Rolle noch spielt in meinem Let's Play, weil morgen sehr, sehr viel zu tun hatte mit Alina, eben mit dem Magierkram. Du kannst mal Pilze essen, weil Käse darfst du ja gar nicht essen, habe ich ja ganz vergessen. Heidelbeeren sind auch lecker, kannst auch mal probieren. Und Holunder, ja komm, das war schon so grün. Sorry, aber ich will jetzt los. Das war schon so grün. Wir müssen nach Old New Hanford. Hier ist Bramblewood. Hier ist Old New Hanford. Dann besuchen wir die Familie Herms. Die habe ich ja erstellt im Stream. Die kennt ihr sicherlich schon, oder? Die Familie Herms. Also wenn ihr ja meine Let's Build Folgen auch guckt, dann kennt ihr die schon. Aber tatsächlich gucken meine Let's Build Folgen gar nicht so viele. Was ich sehr schade finde. Also für mich lohnt sich eher das Let's Play als die Let's Builds. Aber trotzdem tue ich die ja gerne, weil es gucken ja ein paar. Also deswegen, das passt schon. Ja, das ist das Haus, was aktuell in Entwicklung ist. Und jetzt müssen wir angeln, ne? Wir müssen einen Fisch fangen, ja. Im See, suche im smaragdgrünen See. Wo ist denn der smaragdgrüne See? Na klar, hier. Wo auch sonst? Was ist da? Nein. Ich hab's weggemacht. Huch. Ich wollte da draufklicken und mir angucken, aber dann habe ich's weggeklickt. Ja, das ist die Family. Das ist die Mutter. Hm, das ist mein Haus, wo ich aktuell am Bauen bin. Mhm. Cool, ne? Ja. Ich mag das Haus sehr gerne. Es macht mir auch super Spaß, es zu bauen. So, dann fangen wir an zu angeln. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen, oder? Ja, wobei ein bisschen langsamer für Screenies. Yay, das sieht nicht nach Fisch aus. Was haben wir? Was war's? Drachenfrucht. Oder? Komm. Teil für die Küche. Sehr schön. Können wir schön verkaufen. Ich lass mal schneller laufen, ne? Wir müssen ja schließlich einen Fisch fangen. Ah, der Markt. Okay, doch nicht. Wir müssen doch keinen Fisch fangen. Auf zum Markt. Yes, auf zum Markt. Dann machen wir beim nächsten Mal so ein paar Botengang-Sachen, weil die müssen wir ja uns auch noch angucken. Wir haben so viel, was wir uns noch angucken müssen. Irgendwie nicht mehr, aber irgendwie auch wohl, versteht ihr? Also klar, wir haben uns die Tiere schon sehr gut angeguckt, so, aber wir haben halt immer noch so Sachen wie die Botengänge, die wir uns noch nicht vollständig angeschaut haben. Wir werden noch viel in diesem Let's Play erleben, da bin ich mir sicher. Wenn nicht unbedingt Bauernhof, dann allgemein von der Story her, ja. Weil ich da auch schon Pläne habe. Weil ich da auch schon Pläne habe. Interessiert mich nicht, wenn irgendwelche zu Senior altern. Na gut, bei morgen hat es mich auch interessiert. Aber wir haben keinen Beitrag. Das ist so sad. Ich hätte so gerne hier einen Beitrag eingereicht. Benötigt einen Kuchen. Kuchen hätten wir geschafft. Ein Riesenfeldfrucht haben wir auch nicht. Ja, das ist natürlich einmal shitty. Shit. Scheiße. Ja, jetzt habe ich einfach mal Scheiße gesagt. Ich habe gerade überlegt, wie nenne ich sonst. Aber es ist halt einfach... Es ist halt sehr bescheiden, sagen wir es mal so. Weil ich will halt nicht Scheiße sagen. Ja, jetzt habe ich es getan, aber es ist immer so ein bisschen... YouTube sieht das nicht so gern, Scheiße zu sagen. Deswegen muss ich gucken, was ich sonst sage. Shit. Ist auch... keine Ahnung, ist halt so ein bisschen schwierig, was anderes zu sagen als Scheiße. Na gut, jetzt habe ich es ganz oft gesagt, ne? Da muss ich echt aufpassen. Wer treibt sich darum? Oliver ist junger Erwachsener geworden. Ja, sehr schön. Ja, Leute, ihr werdet Oliver nicht mehr wiedersehen in meinem Let's Play. Das sage ich euch jetzt schon. Ja, weil viele Oliver wiedersehen wollen im Let's Play, aber der ist weg. Ja. Ja, ich sag jetzt nicht noch ein Schimpfwort, aber Oliver ist halt
sage ich jetzt nicht nochmal dieses Wort, was ich eben schon die ganze Zeit gesagt habe. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich da stattdessen zu sagen kann. Oder ich schimpfe einfach gar nicht über solche Sachen rum. Ja, aber es ist halt wirklich jetzt gerade ein bisschen bescheiden, dass wir es nicht haben. Ne? Können wir das klauen? Wir können das in Deko verwandeln. Echt? Krass. Haben wir es jetzt geklaut? Was passiert? Notizbuch öffnen. Gutei. Ah, Mist. Oh Mann, ich hätte gerne eine Riesenfeldfrucht gehabt. War die irgendwie klauen oder so? Ich will es klauen. Ich will mal kurz nachgucken, wie man Riesenfeldfrüchte züchtet, weil ich weiß es irgendwie nicht. Gibt es hier irgendwas dazu, wie man Riesenfeldfrüchte züchten kann? Kreuzstichmuster, Bären, Tierleckerchen. Ich möchte halt auch gerne Riesenfeldfrüchte haben, aber ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Kuchen gibt es einen. Okay. Das ist irgendwie sehr, sehr schade. Ich hätte jetzt gerne auch was. Irgendwie ist dieser Markt nicht so cool, weil wir nichts haben. Lass uns nach Hause gehen. Hendrik, wir haben keine Zeit für dich. Lass uns nach Hause gehen. Na, oder wir backen noch schnell einen Kuchen und dann kommen wir nochmal wieder. Ja, dann backen wir nochmal schnell einen Kuchen. Oder? Das ist halt jetzt wirklich echt scheiße. Dass wir nichts haben. Ja, jetzt ist ein bisschen blöd. Oder ich muss es einfach rauspiepsen oder einfach stumm machen. Das habe ich schon öfter gemacht, ja. Dass ich dann einfach die Tonspur genommen habe und an der Stelle, wo ich Schimpfwörter oder so gesagt habe, das einfach wirklich stumm gemacht, ja. Das kann man tatsächlich ganz gut machen. Also, damit hatte ich bisher immer Erfolg, so. Dann hört man es nicht. Ich würde halt jetzt gerne einen Kuchen backen, aber wir haben halt rustikales Leben aktiviert. Ich mache mal kurz rustikales Leben aus, weil ich möchte jetzt gerne einen leckeren Kuchen backen. Ja, dann müssen wir die Rechnungen bezahlen, dann versuchen wir es nochmal. Deswegen, also falls ihr bis hier gekommen seid, wahrscheinlich habt ihr die ganzen Schimpfwörter nicht gehört, nur die Diskussion über die Schimpfwörter. Ja. Weil ich die wahrscheinlich raushauen werde. Also rauspacken werde. Wir machen eine Schokotorte und die können wir schön einreichen, oder nicht? Mach schnell. Bis wann geht denn das? Der Markt bis 21.30 Uhr. Haben wir ja noch Zeit. Aber ich muss das kurz hochcheaten, weil sonst wird der Kuchen aufgegessen sofort von ihr, glaube ich. Dann nimmt sie direkt ein Stück davon und dann ist der Kuchen kaputt. Zack, und wir fahren los. Ja, jetzt habe ich ihn eingepackt. Das heißt, wir gehen jetzt ganz schnell los und reichen unseren Kuchen noch ein. Ich hoffe, dass es noch geht. Wäre sonst sad, wenn es nicht geht. Ja gut, jetzt habe ich Yannick vergessen mitzunehmen, aber egal. Und schon wieder der Stammbaum für euch. Für mich ja der blöde Ladebalken. Ja, ist voll praktisch für euch eigentlich. Ihr habt keinen langweiligen Ladebalken, sondern einen schönen Stammbaum. Oh nein, doch. Ich dachte schon, wir können nichts mehr einreichen. Sie hat doch einen Kuchen im Inventar. Das ist doch gar kein Beitrag. Ich möchte auch einen einreichen. Wir haben doch einen. Brauchen wir einen anderen Kuchen? Ach, ich verstehe das Ganze nicht. Ach, Mann, oh. Ich habe doch extra einen Kuchen gebacken jetzt. Irgendwie ist das scheiße. Sorry, aber jetzt habe ich schon wieder ein Schimpfwort gesagt. Naja, ich piepse das ja alles raus.
Das frustriert mich gerade ein bisschen, dass wir das nicht einreichen können, weil eigentlich wollte ich was einreichen. Na klar, wir backen hier noch schnell einen Kuchen. Ich glaube, ich weiß nämlich jetzt, was mit Kuchen gemeint ist. Und zwar ist damit nicht die Torte gemeint, sondern hier. Wo ist es? Nee, der Kuchen auch nicht. Hier, Blaubeerkuchen. Dann mach mal schnell einen Blaubeerkuchen, bevor 21.30 Uhr ist. Können wir denn nicht schnell fertig cheaten irgendwie? Nee, du beteiligst dich an keiner Diskussion. Du backst. Oh, ich krieg gleich einen Anfall. Du backst jetzt weiter. Sorry. Ihr wisst, dass mich Sims manchmal aufregen. Okay, das wird nichts mehr. Brech ab. Oder macht der Markt länger? Schnell. Ich teleportiere sie kurz. Yes, wir haben ihn noch eingereicht. Aber ja, nicht zu spät, oder? Sorry, dass ich gerade so schnell wurde und so geflucht habe. Aber ich hoffe halt, dass es noch was wird. Wir können mal hier versuchen, den Richter zu bestechen. Wie kannst du... Okay, hat leider nicht geklappt. Ja, entschuldige dich mal. Okay, das Festival endet. In diesem Beitrag läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wirklich appetitlich. Das ist unser, oder? Ja, das müsste unser sein. Ja, Tatsache. Mal sehen, wie wir bewertet werden. Vielleicht gewinnen wir ja sogar. Das wäre schön. Wer ist denn jetzt der Gewinner? Und wo ist die Bürgermeisterin? Die muss doch bewerten. Hä? Wer hat denn jetzt gewonnen? Das ist ja öde. Der Kuchen wird einfach aufgefressen? Das ist ja... und jetzt? Was ist jetzt passiert? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist denn jetzt das Festival einfach weg? Versteht ihr das? Wir müssten doch jetzt eigentlich irgendwie noch wissen, wer gewonnen hat oder nicht. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Nee, versteht ihr auch nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Was ist das für ein Scheiß? Schon wieder ein Schimpfwort gesagt. Oh Mann, ich habe so viel zu tun in dieser Folge. Ja, ich weiß, früher habe ich das auch nie rausbearbeitet, aber ich habe tatsächlich gehört, dass es den Kanal ruinieren kann, wenn man sehr, sehr viel schimpft. So, schicken wir euch mal ins Bettchen, ne? Auf ins Bett. Ihr seid alle total müde, ne? Oh, keine Farbflecken. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sind wir wieder woanders. Ich muss mal gucken, wo. Vielleicht mal wieder in der WG. Schon wieder in der WG? Naja, ich habe Bock, noch mal wieder in der WG zu spielen eigentlich. Weil die brauchen halt auch noch wieder so ein bisschen Gameplay. Dort ist aktuell noch ziemlich viel zu tun so. Ja, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.